Bushido und Anna-Maria Ferch-Itschi, Protzanfall nach dem Urteil. Lange Zeit haben Bushido und Anna-Maria Ferch-Itschi auf das Urteil gegen Arafat Abu-Chaka gewartet, doch ihre Reaktion darauf sorgt für Verwirrung. Arafat Abu-Chaka, 47, soll Rapper Bushido, 45, eingesperrt, schwer verletzt und erpresst haben. Doch nach mehr als 3,5 Jahren Prozess bleibt von den schlimmen Vorwürfen fast nichts mehr übrig. Das Gericht dürfe nur verurteilen, wenn keine vernünftigen Zweifel bestünden. Bushido und Anna-Maria Ferch-Itschi. Ergebnis: Bushidos ehemaliger Manager muss nicht ins Gefängnis, sondern nur blechen, 81.000 Euro, weil er Gespräche heimlich mit dem Handy aufgenommen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als 4 Jahre Haft gefordert. Eine bittere Niederlage für den Rapper und dessen Ehefrau Anna-Maria Ferch-Itschi, 42. Jahrelang hatte die Familie in Angst gelebt, sich ohne Personenschutz nicht auf die Straße getraut. Schließlich war das Paar mitsamt der 8 Kinder nach Dubai geflüchtet. Ein Drama. Umso überraschender, wie Bushido und seine Frau nun auf das Schockurteil reagieren, nämlich ziemlich entspannt. Statt sich auf Social Media zu empören, lud Anna-Maria ihre Follower lieber auf eine Hometour durch die neue Luxusbude ein. 6 Schlafzimmer, Lounge mit Kamin, XXL-Küche mit 4 Kühlschränken und ein weitläufiger Garten mit Pool. Und, na klar, eigene Zimmer für die Nannies. Die Aussage hinter dem virtuellen Protzanfall dürfte klar sein: Arafat hin, Urteil her, uns geht's Gold. Ob sich der Clan-Chef über diesen Seitenhieb ärgert? Wer weiß. Übertreiben sollte Bushido aber wohl lieber nicht.